Den 8. Juni gofen Spielerinnen an der Staff vom Volleyballclub Mama für die Victoire von der Coupe de Luxembourg am Parc Brill zu Mama geehrt. Die Equipe konnte sich den 23. März des Jahres an der Finale mit 3-0 gegen Falfa behaupten. Der Club hat an der Finale eine stark als souveräne Leistung gewiesen. Der Bäuermeister Luc Feller hat eine singerierte Leistung von den Damen gewürdigt und ihnen viel Erfolg für die kommende Saison gewünscht. Auch guten Spielerinnen an der Staff ein Cadeau überreicht. Bei der Ovation waren noch die Chefin Roger Negri, Ed Buchet und Francine Klosner präsent. Derselbe Tag war die 15. Edition von der Nuit du Sport zu Lützeburg. Landesweit hatten 45 Gemeinden mitgemacht, darunter auch die Gemeinde Memmer. Am Parc Brill bei der Sportzahl Nick Franz konnten Leute neu an bekannte Sportarten entdecken und Aktivitäten ausprobieren. Entdecken konnten Leute beispielsweise Football, Basketball, Volleyball, Karate, Velofahren und Bouldern. Daneben konnten Leute bei Zirkus- und Zumba-Workshops mitmachen und Tanzvierführungen gesehen. Die Gemeinde Mama hat die dritte Kehr bei der Nudisport mitgemacht, organisiert guft das Ganze an Zusammenarbeit mit der Sport- und Freizeitkommission. Der 14. Juni war die offizielle Ouvertüre von der Fête de la Musique auf der Kirchenplatz zu Mama. An dem Zusammenhang hat den Bäuermeister Luc Feller ein Gerät gehalten. Präsent waren noch die Chefin Roger Negri und Ed Buchet. Den nächsten Tag hatten 100 Kanner aus den Grundschulen von Mama Kapellen bekannte Lieder gesungen, das am Kader vom UGDA Musiksprojekt. Auch hat die weitere Musikgruppe gespielt. Die Fête de la Musique hat vom 14. bis zum 16. Juni gedauert und hat viele Visiteuren auf Mama gelockelt. Am Ganzen waren 20 Musikgruppen abgetreten, nationale Talente und Künstler mit internationaler Renommee hatten für Stimmung gesorgt. Den 22. Juni waren die offiziellen Feierlichkeiten von Nationalfeiertag zu Mama. Angefangen hatten Feierlichkeiten beim Cortège beim Pavillon am Parc Brill. Von dort aus ging es an die Kirche, wo den Tedeum im Programm stand. Danach hat der Bäuermeister Luc Feller am Hof von Mama Schloss ein Gerät gehalten und die Väter von Nationalfeiertag sowie Zusammenleben an der Gemeinde gewürdigt. Nachdem es verdenkstvoll Musikanten an Pomschi geehrt, respektive animt gehofen, hat eine Rezeption im Pavillon stattgefunden. Präsent waren noch die Chefin Roger Negri, Ed Buchet und Francine Klosner. Den 28. Juni war der Konzert von Max Mutzke zusammen mit der Militärmusik auf der Kirchenplatz zu Mama. Bekannt ging als den deutschen Sänger und Songwriter 2004 mit Nummer 1 Hit Can't Wait Until Tonight, mit dem ihn die 8. Platz beim Eurovision Song Contest belöst wird. Der Künstler hat das Publik zu Mama mit verschiedenen musikalischen Facetten begeistert. Sein breit gefächertes Stilrepertoire ging von Pop und Rock über Soul und Funk bis hin zu Jazz. Der Konzert war ein großer Succes und die Stimmung war gut. Präsent waren der Finanzminister Gilles Roth, der Bäuermeister Luc Feller und Chefin Ed Buchet und Roger Negri.